und ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Part von Inner Space hier in der Sonnenkammer mit mir, eurem Moderator Nier. Ja, das hat sich gereimt, ich weiß, das war mit Absicht. Ich saß 3 Stunden an dem Skript und ich bin zufrieden. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Unsere Aufgabe für heute ist es, herauszufinden, was passiert, wenn wir jetzt in diesen violetten Ring reinfliegen, den wir ja das letzte Mal augenscheinlich geöffnet haben. Ist der überhaupt noch da? Nee, das hat schon abgespeichert, oder? Jetzt will ich mal schnell gucken. Muss doch fast, oder? Ah, da ist er, genau. Wir bleiben gespannt. Wir gucken auch mal, was passiert, wenn wir durch den Strahl hier durchfliegen. Aha, genau. Es passiert gar nichts. Upsala. Uiuiui, schnell abbremsen. Und ich bin gespannt. Hä? Geht das jetzt schon wieder in die nächste Dimension? Sieht fast so aus, oder? Ach, das war's schon in der Sonnenkammer. Was ist mit den das hätte ja jetzt keiner ahnen können. Ratlos, einsam, rede mit dem Archäologen. Oh, was ist denn jetzt mit den Relikten? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Gleichgezeit. Okay. Okay, gut, dann sind wir jetzt in der nächsten Kammer angekommen. Mal gucken, was der Archäologe zu uns zu sagen hat. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder suchen. Ach komm, wir fliegen da rein. Ich meine, wenn die Dinger schon gerade hier sind. Da kann man nichts machen, tut mir leid. Ja, okay. Okay, wo ist unser guter alter Freund? Sag mal, ich müsste mir angewöhnen, mein Handy auf stumm zu schalten. Beziehungsweise in den Flugmodus, wenn ich einen Part aufnehme. Das lenkt schon manchmal echt extrem ab. Ich will da rein, warte doch mal. Ah, da kann man einfach nur wieder schießen. Aber wo ist denn unser Freund, der Archäologe? Da hat es wieder so einen violetten Ring. Oder ist es der, von dem wir gekommen sind? Ich glaube, das ist eher der, von dem wir gekommen sind, oder? Ist das mit Absicht, dass hier nur so große sind? Wo ist denn unser Freund, der Archäologe? So, hier haben wir noch eins, was wir einsammeln können. Boah, das sieht ja echt cool aus mit den... Ist das überhaupt unter Wasser? Nee, sag mal. Doch, das ist da wohl tatsächlich unter Wasser. Boah, sind hier viele von diesen Dingern. Was die bringen, weiß wohl keiner, oder? Nicht wirklich. Guck mal hier unten. Okay. Wenn ich fliege, ist die Steuerung so mega schwerfällig und wenn ich unter Wasser bin, total empfindlich. Ja, bringt das überhaupt was, die Dinger da einzusammeln? Ich glaube nicht. Also zumindest jetzt nicht. Wir müssen jetzt trotzdem erstmal den Archäologen irgendwo finden. Der muss doch mitgekommen sein, oder? Sind wir zu früh in das Tor rein? Der muss doch hier irgendwo sein. Komm, erzähl mir doch nichts. Ups, tut mir leid. Bin ich auf die falsche Taste... Schon wieder auf die falsche Taste gekommen. So. Wo ist denn der Archäologe? Oder ist der nicht mit? Sind wir zu früh rein? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder? Och Mann, wo ist denn der? Hier ist wieder so eine riesige helles gelbes Licht.
Keine Ahnung. Kommen wir da rein? Hui. Das heißt wohl nein. Okay. Wo ist denn der? Der muss doch hier irgendwo sein. Seht ihr den? Da unten ist auch nichts. Der muss doch hier irgendwo sein. Der muss mir doch sagen, was ich tun soll. Wo ist unser guter Freund, der Archäologe? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass der nicht hier ist. Kann ich irgendwie eine Karte aufmachen oder so? Nee, das geht auch nicht. Aber der muss ja hier irgendwo im Wasser sein. Der kann ja sich nur im Wasser bewegen. Jetzt bin ich hier einsam und allein und weiß nicht, was ich machen soll oder was. Oder hätte ich vorher mit dem Archäologen reden sollen? Oder muss ich nochmal da rein? Ich flieg da jetzt nochmal rein. Ich komme wahrscheinlich darum wieder zurück, nehme ich an. Schauen wir mal. Sind wir sicher wieder? Nö, wir sind woanders. Ah, das war nur eine Durchreise gewesen. Oder? Ah, nee, doch nicht. Hier waren wir schon, doch, ja. Also komm, wir reden jetzt mal mit dem. Mal gucken, ob der uns irgendwas zu sagen hat. Mal ein ernstes Wörtchen mit dem guten alten Archäologen reden. So, schauen wir doch mal. Hier, ich will reden. Also. Sprechen. Dieses Tor ist mit dem Wort gleichzeitig gekennzeichnet. Was auch immer du getan hast, hat wieder eingeschaltet. Du warst gut darin. Ich würde sagen, wir sind jetzt ein echtes Weltenspringer-Team. Mach ausführliche Notizen für mich. Diesmal werde ich dir nicht folgen können. Aha, okay. In der Zwischenzeit werde ich fortfahren, diese Kammer zu erforschen. Wir sehen uns, wenn du zurück bist. Möchtest du sonst noch etwas? Nee. Okay. Okay. Also wir müssen doch, das war schon richtig da drin, wir müssen alleine da rein. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Weil das ist manchmal nicht so ersichtlich, was wir denn jetzt tun müssen. Aber gut, wenigstens wissen wir, dass das nicht falsch ist, da reinzugehen. Oder dass wir hier irgendwas vergessen haben zu erledigen. Also wieder in die Gefäßen irgendwas. Oder Gezeiten irgendwas. Und Mobsgeschwindigkeit. Vollgas, los. Sehr schön. Also. Sehr schön. Gleichgezeit. Gut. Also die müssen wir jetzt alleine erkundigen, hier die Kammer. Zumindest Relikte sollten wir doch hier drinnen finden, oder? So, dann schauen wir doch mal. Da unten war ich auf jeden Fall schon drinnen. Da war nichts zu holen. Ich will aber auch nicht die ganzen... Gut. Das ist der Ausgang. Da kommen wir dann wieder zurück. Da wollen wir ja noch nicht hin. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was wir hier machen können. So, wir müssen abbremsen. Boah. Ist trotzdem extrem. Ja. Hä? Weißt du? Uiuiuiui. Da, dieser gelbe leuchtende Ball. Was bringt der? Guck mal hier, warte schnell, da will ich rein. Und damit Vollgas gegen den Ball. Komm her.
Fahrt noch. Nee, da will ich eigentlich nicht hin. Guck mal, was das Ding macht, außer hin und her fahren. Verdammt, ich habe auch die Zeit aus Versehen ausgeschaltet, also ein Timer. Jetzt weiß ich nicht, wie lange ich aufnehme. Mach ich das heute nach Gefühl halt. Ich glaube, ich muss dagegen. Sag mal her. Nee, oder? Uiuiui. Nochmal. Ich fliege nochmal dagegen jetzt. Was soll das denn bringen? Ich weiß nur, dass das Teil mich hier so hin und her schießen kann. Aber auch nicht so viel schneller, dass ich jetzt denke, das bringt irgendwas. Guck mal da unten. Was soll denn... was soll denn das jetzt? Bewegungseinheitsarchiv. Bitte was? Ach, guck mal, das kostet was. Das kostet 1150. Glaube ich zumindest. Ausgelöst, blablabla. Schwer, kritisch. Kritisch. Abruf nicht verfügbar. Windanforderungen nicht erfüllt. Ich brauche... Ah, man braucht Wind, um mehr Leistung zu erzielen. Diese Dinger, die man einsammeln kann, das ist Wind, ist es. Okay, los. Jetzt verstehe ich das. Ich habe nicht gewusst, dass das Wind ist, was ich da einsammle. Ich denke, das sind immer nur so komische Dinger halt, ne? Okay. Okay, hier haben wir also, das ist Wind, okay? Und wir brauchen irgendwas mit 1100 irgendwas. Oh, mal ein bisschen was zu sammeln. Ja, zum Glück geben die Großen irgendwie 20 oder 30. Ich glaube, hier in der Kammer ist echt viel von dem Zeug. Guck mal hier. Da hinten ist wieder noch, sind so Sachen. Genau. Können wir langsam. Ah, es gibt immer 10 oder so. Oder mehr so. Oder 9. So. Waren das alle? Hier oben ist noch eins versteckt. Oh, zum Glück habe ich aber schon so viele gesammelt mal. Dann fliegen wir jetzt mal raus, damit wir draußen noch finden können. Da sind auch noch ganz viele, guck mal. Also die sammeln jetzt, also sammeln wir auf jeden Fall jetzt noch ein. Ich glaube nämlich, wir sind jetzt langsam auch schon bei der Zeit angekommen. Ja, ich weiß, das Fliegen ist immer ein bisschen schwieriger. Das muss ich zugeben. Ui, das wird knapp. Ja, nicht, oh, noch geschafft. So, schön machst du das. Da oben hat es auch noch ganz viele. In diesem Art Tunnel hier oder was auch immer das sein soll. Zeig mal, hochziehen. Okay, hat noch nicht ganz gereicht, aber wir haben gleich alle. Oh, da muss ich eine ganz schön harte Kurve einschlagen. Ja, das ist ein bisschen eng. Uiuiui, das schaffe ich nicht. Aber hier runter. Guck mal hier, der da. Und hochziehen. Okay. Sehr schön. Hier haben wir noch ganz viele, guckt mal. Das sind nur kleine, aber ist nicht schlimm. Ui. Ich weiß aber, da waren gerade noch welche gewesen. 1140, ich sammle mal 1200 noch. Damit ich garantiert weiß, so, das reicht. Da komme ich rein noch.
Und mal langsam machen. Ja, das gibt schön Punkte hier drin. Deswegen hat es auch so viele hier in der Kammer. Man muss die einsammeln alle. Sehr schön. Jetzt habe ich garantiert genug. Und noch das letzte. Okay. Wir haben 1200 gesammelt. Das müsste auf jeden Fall genug Wind sein, um das Protokoll zu starten. Bin ich halt immer echt gespannt, was jetzt dann passiert. Aber das, meine Lieben, werden wir im nächsten Part herausfinden. Und bis dahin würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video halt schaut. Gebt mir auch einen Daumen nach oben, sagt mir mal, wie ihr das Video gefunden habt. Und, ja, haltet die Ohren steif. Ciao.